Morgen, immer noch schön gefrühstückt. Gleich, bist du hier lang? Gleich geht's, so jetzt suchen wir noch kurz Bankautomaten und dann geht's gleich ins Sala de Uyuni. So gespannt, es hat auch geregnet und das sollte atemberaubende Bilder geben. Gestern war schon der Hammer, heute wird, glaube ich, noch gut. Bis dann. Angekommen im Stopp Nummer 1. Ein Zugfriedhof. Basti, mach mal ein bisschen Geschichte. Damit die Leute auch mal was lernen, Jungs. Ja. Also ursprünglich wurde die Bahnstrecke hier gebaut, um das ganze Silber aus Potosí und der Nähe hier einfach an die Grenze ans Meer nach Chile zu verschiffen. Aber irgendwann gab es halt nicht mehr viel Silber und Uyuni wurde gegründet eigentlich als ein Dorf, das eben Züge repariert. Und dann, als es immer weniger wurde, sind ganz viele Leute aus Uyuni weggegangen, weil sie nichts mehr zu reparieren hatten. Und der Zugfriedhof hier wurde immer größer. Und erst ab 1990 hat sich dann hier überhaupt wieder Tourismus gegründet, eben mit diesem Zugfriedhof und dem Sala de Uyuni. Und so ist das. Genau. Und das gucken wir uns jetzt an und danach geht's weiter. Kann man so ganz viele Sachen kaufen. Und an Mama, ich würde dir gerne so einen Salzstein mitbringen, aber es passt einfach nicht in mein Gepäck, weil es echt schon so voll. Bis dann. Danke mal.
Mach recht, trau dich. Ja, schon eine ganze Zeit. Oh, war das schlecht. Live vom Salat, die EU-Juni. Das ist echt der Hammer. Also, ich habe schon viel Buff gemacht. Auch zum Beispiel die Death Road war geil. Aber das hier, also es ist wirklich, es ist wunderschön. Ich natürlich wieder strahlverbrannte Hände. Was soll man machen? Man muss den Moment genießen, ne? Und ich will mich jetzt nochmal ganz kurz einkriegen. Das ist echt, also, ich bin echt baff. Das ist echt der Hammer. Das ist übrigens unser Gut, wir saßen auf jeden Fall schon oben. Das hier müsst ihr echt einmal ganz kurz auf euch wirken lassen. Das ist echt der Hammer, oder? Basti, mach mal eine coole Pose! Das ist echt so toll. Ganz kurz. Also wenn es eins gibt, was ich hier richtig doll vermisse. Also so richtig toll. Also ich denke da so, weiß ich nicht, 3-4 Mal am Tag dran und das macht mich echt fertig. Und mir läuft immer so das Wasser im Mund zusammen. Da sind es gute Burger. Wirklich, also es ist echt. Mann, das Essen, was ich auch wieder in Hamburg mache. Juni! Kurze Story, Basti, erzähl du mal, weil du hast es gebracht. Wir sind gerade hier noch am Salzsee, am Flughafen im Juni und wollen zurückfliegen, haben gerade Tickets gekauft nach La Paz. Dann geht es wieder zur Sicherheitskontrolle und dann fragt der Typ und guckt sich Lasses Rucksack an auf dem Durchleuchter da und sagt irgendwie, hast du ein großes Spray oder ein großes Deo mit? Dann meinte Lasse so, ja, kann sein. Der Typ macht den Rucksack auf, holt seine 250 ml Haarspray-Flasche raus und guckt sich das an, kennt das nicht. Und dann meinte er so, puh. Dann meinte ich, das riecht wirklich so gut, da können Sie ihm jetzt nicht wegnehmen. Und dann meinte er so, naja, okay Jungs, hier, nimm's mit. Also, oder irgendwie, wie ist das erlaubt? Man darf eigentlich 100 im Plastikbeutel. Ja, und war ich hab noch ein Deo mit 150, dann dies mit 250. Aber er meinte so, ja, kein Problem, wenn das so gut riecht, dann. Also wir gehen jetzt zurück nach La Paz, haben gestern die EU-Juni-Tour gemacht. In La Paz, was machen wir? Ach ja, Burger King. Ansonsten haben wir noch nicht mehr geplant, oder? Ja, mein Nikos Freundin kennenlernen. Ja. Morgen ist Morgen Freitag, ist schon Donnerstag. Morgen ist Donnerstag, ja? Ja, heute ist Mittwoch. Oh, nice. Also, bis dann. Hallo, also, was ist das? Ist unser Co-Pilot. Das ist so. Und unser Pilot steht da hinten, macht gerade eine Ansage. Wer fährt gerade das Flugzeug? Zeig mal, wir fahren. Ah, weiß. Junge, das ist krank. Das ist aber geil, das ist eine ganz gute, okay Maschine. Ich darf die Stuhl jetzt befahren. Thank you.
kurz einen Roomtour, guckt euch das an. Das da ist übrigens Nikos Freundin. Nikos Freundin, sag mal hallo. Hat sie auch eine? Ja, sie heißt Charlotte. Also das hier. Das hier ist die Küche. Meine Finger waren so kalt. Das ist schon echt gut eigentlich hier. Und also wir haben schon ein bisschen eingekauft, weil Basti hat ja morgen Geburtstag. Dann ist hier eine dicke Party. Und da ist eigentlich Nikos Bett normalerweise. Das ist eigentlich Bastis Bett. Da schlafen eigentlich jetzt momentan immer Basti und ich drin. Und da hat er Nico, aber momentan ist eh alles kompliziert. Und die beiden haben sogar einen Fernseher. Genauso sollte der. Oh Gott. Und das hier ist das Bad. Und das ist für Bodyverhältnisse. Echt der Hammer. Ah, fuck, ist nass. Sogar mit warmem Wasser. Und was kann man denn hier noch so zeigen? Das war's ja eigentlich schon. Raus, zeig ich nochmal. Das ist draußen. Oh, es regnet schon wieder. Da wohnt der Vermieter. Da sind noch so andere Wohnungen. Und ja, hier kann man eigentlich, wenn die Sonne scheint, ist immer ganz schön hier. Da sind meine nassen Schuhe. Die habe ich leider gestern draußen stehen gelassen. Und ja, wir gehen gleich. Ich zeig nochmal kurz den Score. Ist ja nicht aussagekräftig. Ja, das haben wir auch so ein bisschen für uns entdeckt. Aber gestern im Video, nee, eben gerade im Video, gab es ja schon ein Live-Spiel nach Community. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Also, ja. Bis dann, wir gehen gleich noch zu Böll.